schon den nächsten Tag. Wie man sieht, ich bin jetzt gerade erst aufgestanden. Mache mir jetzt einen Kaffee. Luis ist zu Hause geblieben, hat Kopfschmerzen. Ich habe schon meine Pfanne rausgeholt, weil ich und Luis wollen diese Frühstücksbrötchen mit Ei. Die sehe ich hier, muss man gleich fragen, mein Freund aus, was möchte. Schläft noch. Genau. Das ist der Fokus, ne? Einfach so ein bisschen gemacht, das ist mal vom Eiwürfchen. Ach ja, wir haben gestern eine Lampe für Luis gekauft, fürs Kinderzimmer. Dachte ich, packe mir mal ganz gut zusammen aus. Wenn sie nicht so gut ist, die ist zwar klein, aber ich denke, ins Kinderzimmer reicht das. Er hat ja auch ein kleines Zimmer. Gucken wir mal zusammen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie die ausschaut. Ja, ist doch süß. Ist die gleiche Lampe, die wir im Flur haben, nur in klein. Ne, Malik? Ist doch süß. Muss mein Freund anbringen, die Tage. So, ich habe jetzt Malik ein bisschen Saft gemischt mit Wasser. Der hatte gerade einen Toast mit Leberwurst und Avocado. Und ich weiß nicht, der ist richtig frech, der Kleine. Der nimmt immer so ins Gesicht bei uns und kratzt immer richtig bewusst, ne, will er einem wehtun. Ich weiß gar nicht, von wo er das hat. Richtig frech. Man sagt mir auch schon nein, nein. Aber er macht immer bei jedem so, sich ins Gesicht kratzen. Und dann noch dieses Agro-Blick dazu. Ist so irgendwie witzig, aber das geht gar nicht, Malik. Keine Ahnung. So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen geschminkt. Ich stehe ab. Auf jeden Fall werde ich gleich mein Video schon mal bearbeiten. Habe schon meine Hähnchenkeulen rausgeholt. Genau. Ich gucke, was ich jetzt gefilmt habe. Irgendwie die Tage habe ich so wenig gefilmt. Mal gucken, ob ich daraus ein Video überhaupt einen Blog rauskriege. Wenn nicht, dann muss ich halt noch ein bisschen filmen. Irgendwie war das diesmal ein bisschen chaotisch. Genau, da würde ich einfach sagen, gucke ich jetzt erstmal, bearbeite mein Video und dann muss ich gleich kochen und später vielleicht ganz kurz nach Action. Ach ja, und Leute, ich wollte eventuell mein Gesicht straffen. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, für was, oh mein Gott. Und ja, also jeder muss es natürlich für sich wissen. Und zwar will ich hier diese Teile, dass mir das nach oben gemacht wird. Dadurch meinte sie, gehen auch meine Augenringe weg, also dieses kaputte im Gesicht geht dann weg. So zwei Fäden, glaube ich, hier und zwei Fäden da. Und hier muss ich halt ganz bisschen noch unterspritzen, meine Falten. Ja, weil ich finde, ich versuche euch das mal so zu zeigen, na, das hier macht mich halt richtig kaputt, diese hängende Haut. Wenn ich das hochziehe und ich habe hier auch hier diese strubbelige Haut, meinte, das geht dann in einem alles weg. Keine Ahnung, kann man sich das natürlich nicht vorstellen. Aber ja, das wollte ich demnächst mal machen. Mal gucken, wenn ich das mache, zeige ich das euch natürlich. Jeder muss das natürlich für sich wissen. Viele raten auch davon ab. Viele sagen, warum nicht. Zu jedem seins. Leute, ich sehe gerade, dass ich daraus zwei Videos machen könnte. Deswegen diesen Teil, was ich heute gefilmt habe, bekommt ihr im nächsten Video online. Habt ihr zwei Videos. Dann habt ihr jetzt ein kurzes Video, was heute online kommt. Bearbeite ich gerade. Und was ich dann heute gefilmt habe, kriegt ihr morgen online. Genau. Weil sonst komme ich gar nicht mehr hinterher mit dem Film. Weil ich sehe gerade, ja, 8 Minuten Video geht hier noch. Ich werde jetzt auch die Kamera aufladen, nehme ich euch heute doch noch länger mit, weil ich wollte eigentlich gleich alles schon beenden. Aber dann nehme ich euch, wie gesagt, gleich noch weiter mit. So, ich will mal die Schenkel versuchen, diesmal zu panieren und anzubraten. Ich habe Paniermehl, ein Ei mit Maggi, Salz und Pfeffer und normales Mehl. Ja, ich versuche das mal gleich alles so anzubraten. Dazu gibt es Kartoffeln. So, ich gebe jetzt mal hier so ein Gläschen mit Kartoffelgemüse. So, also Quarkkartoffeln machen. Hier ist jetzt Sahne, Schmand und ein bisschen Lauch drin und Knoblauch. Genau, die kommen gleich noch in die Heißluftgetöse. So, ich mache jetzt noch ganz schnell einen Salat. Ja, und mein Freund bohrt gerade die Lampe an für Luis ins Kinderzimmer. Die sind auch fertig und die Kartoffeln sind jetzt nochmal hier drin. So, die Lampe in Luis Zimmer hängt. Aber mein Fokus macht nicht mit. Die ist richtig schön hell, ich muss gleich hier aufräumen.
Ja. Reicht auf jeden Fall aus. Die ist richtig schön hell. Guckt mal, wie hell das Zimmer wird von so einer kleinen Lampe. So, ich mache uns auch gleich Essen rein. Dann essen wir und dann gehen wir vielleicht ein bisschen spazieren. Ja, draußen das Wetter ist eigentlich ganz okay. Bisschen nass, aber es regnet nicht wieder so. Die Luft tut gut. Deswegen nach dem Essen gehen wir gleich eine kleine Runde spazieren. Ich weiß nicht, ob wir kurz in Action reingehen oder nicht. Meine Wäscheständer kriege ich, glaube ich, gar nicht. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Mach mal so. Malik. Malik. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Oh. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Was ist das? So, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben es jetzt schon den nächsten Tag. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen aufgeräumt. Malik ist schon wieder im Bettchen und schläft. Wir haben es jetzt auch schon 1 Uhr. Ich habe gestern bei Action mir neue Sofadecken gekauft. Ich wollte ein bisschen Farbe reinbringen, jetzt zum Frühling, Sommer. Dachte ich jetzt nicht alles nur weiß-grau, Creme, Beige. Deswegen mache ich jetzt auch ein bisschen mit Rosa. Und die Decken sind richtig flauschig für 8 Euro irgendwas. Hier habe ich 3 Stück mitgenommen. Ja, hier will ich einfach... So Leute, meine Kamera ist ausgegangen, deswegen konnte ich nicht weiterfilmen. Jetzt ein bisschen aufgeladen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich brauche halt noch ein bisschen Deko. So ein bisschen mit Rosa. Ich mache jetzt hier schon mal meine Spaghetti mit Thunfisch. Und dazu mache ich noch so scharfe Jalapenos mit rein. Ja, habe ich voll Bock drauf. Dann mit Tomaten, passierten Tomaten und ein bisschen Schlagsahne. Hier ist jetzt ein Knoblauchzieh drin, eine Zwiebel und halt Thunfisch in Sonnenblumenöl. Habe ich mit Oregano, Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß gewürzt. Ja, jetzt kommt gleich auch schon die Soße rein. Und nee, erstmal mache ich jetzt davon ein bisschen rein. Schön scharf. Ja, wir mögen halt scharf, ne? Genau, jetzt mache ich gleich die Soße fertig und so schnell geht das. Ach ja, mein Freund geht gleich mit Malik ein bisschen zu seinen Eltern zu Besuch. Die Mama möchte Malik sehen. Deswegen dachte ich, dass ich in der Zeit kurz zur Sparkasse gehe, muss ich einmal hin und ins Solarium. Genau, ein bisschen Wellness für mich, ein bisschen Entspannung. Ja, deswegen mache ich, denke ich mal, das. Eigentlich wollte ich, wenn die ein bisschen dahin gehen, dass ich zu Hause putze, aufräume. Und dachte ich mir, das kann ich auch abends machen. Deswegen gönne ich mir ein bisschen Solarium und gehe ein bisschen alleine gleich raus. So, Essen ist jetzt fertig. Ich habe noch schnell Geschirr gewaschen. Ja, so sieht meine Soße aus. Und Spaghetti. Gleich noch schnell einen Salat frisch dazu machen und das war's. Ja, Malik schläft immer noch, aber ich denke, der wird gleich wach. So, Leute, ich habe mich jetzt zwar schon geschminkt, ja, beziehungsweise meine Wimpern. Wie das aussieht. Meine Wimpern geklebt. Ich werde jetzt kurz in die Badewanne gehen, meinen Körper einmal abduschen, einseifen. Und dann gehe ich gleich ins Solarium, mache Malik fertig. Und dann gehen die auch los. Deswegen würde ich sagen, melde ich mich gleich. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Die sind jetzt auch schon los. Ich bringe jetzt noch ganz kurz Müll raus. Und da habe ich noch so ein Decken, die ich wegschmeiße. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich beim Solarium bin. Ich wollte noch ganz kurz, ja, wie gesagt, zur Sparkasse und kurz nach, ne, Lidl. Würde ich einfach sagen, bis später. Leute, es tut so gut, auch mal alleine unterwegs zu sein. Mal ohne Kinderwagen und einfach mal so frei rumzulaufen. Das habe ich ja selten, dass ich mal so rumlaufe. Ja, ab und zu gehe ich mal halt abends ins Solarium oder so alleine, aber so am Tag. Meistens immer mit Kind. Ja. Ich melde mich gleich. Es ist richtig schön hier. Alles neu. So Leute, ich bin jetzt fertig. Ich habe hier auch noch mein Öl benutzt. So.
So, ich bin kurz noch in Taco reingegangen. Jetzt für Luis einen Anzug geholt. 10 Euro so eine Hose und passenden Pulli dazu. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Also man sieht schon, finde ich, ein bisschen bräuner. Also diesen Solarium finde ich, glaube ich, besser, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeige ich euch ganz kurz, was ich bei Taco geholt habe. Ja, dann werde ich langsam das Video beenden, weil ich muss es auch mal hochladen, bearbeiten. Ja, habe ich hier für Malik solche Söckchen mitgenommen. Ja, mit so Anti-Rutsch-Dingern, weil er jetzt immer aufsteht. Dann habe ich hier so zwei dünneren Mützen mitgenommen. Ja, und für Luis einmal hier so ein Anzug. Voll schön die Farbe. Gucken, ob ihm das gefällt. Und meine Shein-Bestellung kommt auch bald an. Zeige ich euch auch dann. Ja, so ein Anzug halt fand ich voll cool. Ja, beides jeweils 10 Euro, wollte ich sagen. Ja, fand ich richtig cool, dass er so mit Reißverschluss ist. Ja, warum sieht er so groß aus? Welche Nummer habe ich genommen? Nee, ist doch Luis Nummer. Ja, finde ich richtig schön, die Farbe. Ich hoffe, das passt ihm und er ist zufrieden. Ja, da war ich ja ganz kurz bei Lidl noch einmal drin. Da habe ich einfach ein paar Kleinigkeiten geholt, Tomatensauce. Dann habe ich für Malik schon mal sowas, probiere ich mal aus. Zwar ab 1 plus, aber ich kann ihn das ja noch ein bisschen kleiner machen. Wollte ich mal ausprobieren. Dann für meinen Freund ein Energy. Ja, und Malik ist auch mit uns manchmal mit, auch frisch, wenn ich koche. Nur dann nehme ich schon mal vorher ein bisschen was raus für ihn, dass es nicht zu stark gewürzt ist. Und natürlich, wenn ich scharf koche, dann ist er nicht mit. Und ich finde Gläser jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ja, dann habe ich Butter, bräuchte ich Rasierer, dann Mais, Kidneybohnen, weil ich mache morgen wahrscheinlich Chili con Carne. Ja, dann habe ich Malik hier so ein Gläschen geholt, Gemüse, Risotto mit zarter Biopute. Und so ein Gläschen reicht dann immer für 2 Tage. Ja, dann habe ich einen Abendbrei, Keks, Bananen. Ja, und einmal Kartoffelgemüse mit Bio-Rind, das mag ich auch voll gerne. Und Feuchttücher und Pfeffer. Das war mein kleiner Einkauf. Ja, meine Kamera zeigt auch schon langsam leer an, blinkt, deswegen beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst viel Feedback da, einen Daumen nach oben und abonniert fleißig meinen Kanal, würde ich mich freuen. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.